Ökosteuerpläne entschärft. Beim Steuergipfel am 24. Oktober hat die Bundesregierung beschlossen, die Rabatte für energieintensive Firmen beizubehalten. Das Einlenken des Bundeskabinetts bei den Steuerplänen wurde erheblich durch die textilen Verbände mitbeeinflusst. So hatte sich der Präsident des Gesamtverbandes Textil und Mode, Heinz Horn, in einem Schreiben an die Kanzlerin alarmiert über die fortschreitende Deindustrialisierung Deutschlands gezeigt. Auch Südwesttextilpräsident Armin Knauer hat in zahlreichen Gesprächen mit Bundes- und Landespolitikern sowie in Briefen unter anderem an Finanzminister Schäuble die negativen Auswirkungen erhöhter Energiekosten auf die Textilindustrie verdeutlicht. Südwesttextil-Geschäftsklimaindex weiter auf hohem Niveau. Auch nach dem dritten Quartal 2010 ist die Stimmung in der Textil- und Bekleidungsindustrie ungebrochen gut. Wieder ist der Südwesttextil-Geschäftsklimaindex im Vergleich zur letzten Befragung leicht angestiegen und hat jetzt einen Wert von 19,92. Die Einschätzung der künftigen Geschäftserwartung unterscheidet sich deutlich zur letzten Befragung. Waren im Juli noch 21% der Unternehmen davon überzeugt, dass ihre Umsätze im Inland steigen werden, sind dies im Oktober 18% mehr, nämlich 39%. Südwesttextil-Arbeitsrechtsseminar. Am 5. Oktober folgten über 50 Personalvertreter dem Ruf des charismatischen Arbeitsrechtlers und Querdenkers Prof. Dr. Jobst Hubertus Bauer in die Philharmonie nach Filderstadt. Der erfahrene Prozessanwalt fesselte seine Zuhörer mit erfrischend offenen Einblicken in seine Erfahrungen, insbesondere mit den obersten deutschen Arbeitsrichtern. Die Seminarunterlagen stehen im Mitgliederbereich von www.südwesttextil.de zum Download bereit. Online-Lesen der Südwesttext noch angenehmer. Flippage-Software ist die wohl gängige Bezeichnung für die Art von Programmen, mit denen man aus einfachen PDF-Dateien Dokumente entstehen lassen kann, die dem Benutzer das Gefühl vermitteln, er blättere in einem Magazin oder in einem Buch. Mit diesem Blättereffekt hat der Verband die Ansicht der monatlichen Zeitung Südwesttext auf www.südwesttextil.de aufgepeppt. Ein Blättern lohnt sich.